Das hatte ich mir irgendwie auch anders vorgestellt. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich war so frei, hier unten schon mal fertig zu bauen. Ich habe da ein bisschen was reingezogen, hier, und wie ihr seht, schon mal wieder ein paar gesetzt. Wir sind in der zweiten Ebene. Ich werde das jetzt, ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt einfach weiter laber und mache und dann wegschneide, oder ob ich immer jetzt ein bisschen Musik da rein und baue dann hier schön Stück für Stück die Dinger. Und bis hierhin war auch noch alles gut. Aber dann sind ein paar Stockwerke noch oben drauf gekommen, wie man hier also schön sehen kann. Aber irgendwann, naja, wie soll ich sagen, passierte das. Alles blieb stehen. Und es ging nicht weiter. Und in den letzten Wochen habe ich eine ganze Menge Zeit damit verbracht, immer mal wieder anzufangen. Und nach 5 bis 10 Minuten sagte das Spiel: Wie machen wir jetzt weiter? Ich würde gerne dieses Projekt abschließen. Jetzt könnte ich hingehen, das irgendwie faken und sagen: Komm, ich packe mir das einfach das, was ich habe. Ja, schön per Calculator einmal von Time Safe gehen ins Neue. Dann aber das Problem: Das ganze Zeug, was drumherum ist, habe ich gar nicht. Das heißt, ich müsste mir irgendwelche Produktionen dahin basteln, damit es so halbwegs danach aussieht. Oder ich müsste sagen, komm, scheiß drauf, wir machen das einfach fertig, dieses Projekt, indem wir sagen, ich lasse mir die ganzen Materialien reingeben. Also hier, wie heißt das? No Build Cost. Da war auch irgendwie blöd. Ich möchte gerne das Ding zu Ende bringen. Das kann ich aber erst, wenn das Spiel zumindest mit dem Safe Game wieder vernünftig läuft. Und wie lange das dauert, weiß ich nicht. Dafür habe ich ja eigentlich Captain of Industry angefangen. Was ich auch weiterspielen werde. Nur es bringt halt auch nicht so viele Views, muss ich sagen. Wenn ich freitags ein Video rausbringe und der erste View ist am Samstagabend, ist das ein bisschen wenig. Ein bisschen sehr wenig, um genau zu sein. Ich habe zwar sowieso nicht so große Zahlen, aber das ist selbst für meine Zahlen unterdurchschnittlich. Also werde ich da ein bisschen dann rumschrauben, wo ich es hinpacke. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt kleine Tutorials. Aber jetzt freitags zu Satisfactory und montags kommt dann Captain of Industry. Dann habe ich am Wochenende ein bisschen Zeit, um das zu machen. Aber wie genau das jetzt laufen wird, weiß ich noch. Season 2 von Satisfactory, ja, wird sich anbieten. Aber die möchte ich eigentlich erst dann machen, wenn ich eine Season 1 abgeschlossen habe. Deswegen, ich versuche es mit kleinen Tutorials. Anfangen werde ich wahrscheinlich mit dem Lager, weil das ist heute immer noch das Video, was ich am häufigsten in den Statistiken sehe, dass es angeklickt wird. Und das würde ich dann versuchen, einfach mal da so reinzumachen. Eine schöne Erklärung, vielleicht ein paar verschiedene Designs. Aber gib mir ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es zum nächsten Freitag schaffe. Das heißt, eventuell kommt nächste Woche gar kein Video. Am Montag. Vielleicht habe ich bis dahin noch was für Captain of Industry. Geplant ist es aber noch nicht. Ich habe noch nicht wirklich viele Ideen, was man machen kann. Soll ich vielleicht auch erst mit einem Tutorial für das Early Game, also wirklich für ganz von vorne anfangen. Was muss ich als erstes machen? Wie gehe ich daran? Ich suche noch Ideen. Also gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid und es vielleicht noch nicht getan habt, dann haut doch mal auf den Abo-Button. Ein Like wäre auch wirklich toll. Das würde mir helfen. Vielleicht erzählt auch mal Leuten davon, was ich hier so mache. Vor allem, was ich für einen Quatsch mache. Vielleicht ist der eine oder andere ja und sagt: Hey, ich finde das geil, das ist voll witzig. Vielleicht sagt der andere auch: Das ist ein Idiot.
Das gucke ich mir an. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, was habe ich noch zu sagen? Wie ihr merkt, ich habe kein Skript oder so. Ich laber das jetzt einfach so raus. Eventuell, eigentlich sehr wahrscheinlich, wird es am nächsten Freitag mal wieder ein richtiges Satisfactory-Video geben und nicht einfach nur irgendwas im Hintergrund, wie ich da zusammenbastel. Was genau da kommt, weiß ich nicht. Leider wird es nicht das sein, was ich mir eigentlich von diesem Video oder einem der folgenden Videos erhofft habe, dass wir eigentlich ganz schön sehen, wie diese riesige Batterie wächst. Wenn ihr meint, ey, weißt du was, macht doch No Build Cost, packt da ungefähr an die Stelle so ein Teil hin und wir tun so, als wäre das ein funktionsfähiger Speicher, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich da nochmal drüber nachdenken. Dann ist das kein schöner Abschluss für diese Season, aber es wäre wenigstens ein Abschluss. Weil mit dem, was ich jetzt habe, bin ich absolut nicht zufrieden. Und ich vermute, der ein oder andere von euch wenigen ist es auch nicht. Und deswegen will ich das ändern. Also, guckt euch in den Kommentaren aus. Vielleicht mal mehr als eine. Schön. Also, Freitags Satisfactory Tutorial. Montags Captain of Industry. Vielleicht geschnitten, vielleicht mehr als Let's Play. Schauen wir mal. Meine Schnittkünste sind noch nicht so doll. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und hoffen, dass irgendwann das Spiel wieder so gut läuft, dass ich den Teil wenigstens abschließen kann. Das ist im Moment der Plan, wie es hier weitergehen soll. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig. Damit macht es gut. Ein Käffchen.